Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Wir haben vorhin noch mit der Witwe von Sanders gesprochen und jetzt wollen wir unbedingt das Bild sehen. Also der Protagonist möchte das Bild sehen. Ich glaube, wir wissen, was das bedeutet. Gerade weil Sanders gesagt hat, schau ihm nicht an, schau ihm nicht in die Augen, so weiß er, wer du bist und wo du bist. Ja, und wir machen jetzt genau das. Also, da war doch gerade Blut, oder? Ich bin doch nicht doof. Jetzt ist es weg. Okay, was für gruselige Bilder einfach. Die Tür ist zu. Huch. Kommen wir jetzt hier wieder in den Eingangsbereich. Oh, das sind so skurrile Bilder. Ach, Nase juckt. Entschuldigung. So. Ja, gut, das ist der Eingangsbereich. Da kommen wir auch nicht hin. Dann also links herum. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders seiner Frau Irene überlassen hat. Okay. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter. Except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him. Behind my eyelids. Each time I shut my eyes. Okay. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. Accursed paintings, that accursed Sarah. Okay, wir können wir mehr Walzen finden? Haben wir das schon Did she gesehen? really care for him after all? Okay, sehr geehrte Dame, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, indem Sie den Leichnam Ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichneten Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenem Ermessen zu beseitigen. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen, Thomas Fuller. Alter. Du kleines Arschloch. Huch. War das jetzt rein zufällig richtig oder war es egal, welche Tasten man drückte? Wir haben doch gar keinen Code rausge- Okay. Ja, ich nehme es an, wenn das Spiel sagt, Is ist this okay. dagger part of Sanders' collection or was he seeking to acquire it? Das war mal ein geiler Dolch. Kunst und Mystik, vergessene Objekte ist eine von Francis Sanders verfasste Sammelschrift. Darin katalogisiert und kategorisiert er Gegenstände aller Altersgruppen und Ursprünge, die mit okkulten oder mystischen Praktiken in Verbindung stehen. Es ist auf der Seite eines Dolches mit einem mir unbekannten Symbol geöffnet. Okay, also macht es wirklich Sinn, hier nochmal so zu gucken. Der zweite Band, den hatten wir ja schon. Medizinkunde Fortschritt. Weil ich das Spiel neu gestartet habe, muss ich das alles nochmal sehen? Oder war es... Ich weiß leider nicht mal, ob wir das alles angeklickt haben vorhin. Das ist der Schrank zum Verstecken. Walze. Gut. Das heißt, eventuell finden wir neue Walzen.
mit noch mehr Texten. Ich finde es auch schön, dass selbst nach dieser Warnung bitte niemand eintreten lassen, sondern nur es verbrennen, dass wir immer noch gewillt sind, da reinzugehen. Ich finde es super. Best Entscheidung ever. Ist das schon die Galerie? Nein. Ach, die Trulla. A strange Amerindian pendant. Ein altes Amulett, vermutlich indianischen Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck es wohl hatte. Ja, nehmen wir einfach mit, ne? Easy. So, The Whale and the Cod. Der Wal und der Dorsch. Oder eine kurze Geschichte von Darkwater von Erwin Greenmouth. Dieses Buch beleuchtet den Ruhm vergangener Tage. Aha. Und ein Fläschchen. I'd use one of those. Ich fand diese Schlaftabletten im Haus des Sanders. Wurden sie Francis oder eher Irene Sanders verschrieben? Da können wir nichts lesen. Da ist ein Brief. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. Aber warum hat sie das Gemälde nicht zerstört, wenn es doch so furchtbar ist? Warum hat sie es beibehalten? Another volume of the Reverend's Wife's Diary. Oh, okay, Band 3. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Reverends seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen, von ihrer Vision eines von Gott gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Ja, die sprechen wir gleich. Oh. Stärke. Vielleicht sollten wir erstmal hoffen, dass sie weggeht, bevor wir hier Sachen einfach kaputt machen. Ich guck nochmal, ob hier irgendwas ist. Mhm. Ah ja. Mhm. Dissertation über eine Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Na, das wird ja wohl Medizin sein. Genau. Aha, aha, aha. Ja, komm, wir quatschen jetzt erstmal mit ihr und hoffen, dass sie geht. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Was suchst du in dieser Galerie? Ich muss die Gemälde für einen Käufer prüfen. Das geht sie nichts an. Ein anderes Gemälde von Sarah Hawkins. Wir können ja mal eigentlich... Ja, schwierig, ne? Also, wir können jetzt auch einfach lügen. Naja, einfach für einen Käufer prüfen. Oder wir versuchen, sie als Verbündete zu kriegen. Also indem wir da oben was gucken und nicht da unten. Ich weiß halt nicht, ob sie die Informationen, die wir ergeben, nachher gegen uns verwendet. Ne? Das weiß man jetzt nicht so unbedingt. Die hat ja auch wirklich keinen Bock auf uns. Andererseits... Vielleicht weiß sie ja was über den Schlurfer. Wir fragen sie einfach mal. Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. Hm. Haben Sie den Dolch in dieser Zeichnung gesehen? Nun gut. Und Sie, was tun Sie hier? Nee, wir fragen mal nach dem Dolch. I found this drawing of a dagger. Did you come across anything like it in your reading? Perhaps. I saw several daggers in the ledgers. I could always check. What I didn't find, however, was the slightest reason why I should help you, Detective. I don't need your services. I can manage all on my own, thanks. Do it then. Haut sie ab, haut sie ab.
Fast. Okay. Das Buch lesen. Ja. Okay, jenseits der Realität. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Maleus Bestiarum Band 2. Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Oha. Dies wird dein Schicksal verändern. Oh nein. Heißt das, wir treffen auf die und hätte ich es nicht gelesen, wären wir nicht auf sie getroffen? Ach du Scheiße. Ach, deswegen. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich befallen. Irgendwas ist passiert. Hatte dieses Bild vorher auch schon Tentakeln? Eieiei, okay, Stärke. Aha. Schlüssel zur Sanders Galerie. Mhm. Großartig. Ich freue mich erst. Los geht's. Hallo. Warum ist da ein Schrank zum Verstecken? Aha, wir gucken uns mal alles an. Hm, das ist aber schön, ja. Ja. Aha. These artifacts date from pre-Columbian times. Wie kann man denn so viel Geld haben, das alles zu besitzen? Aha, aha, aha. Oh. Das ist aber eine komische Sphinx. Die habe ich anders in Erinnerung. Definitiv. Hm. Interessant. Hm. Mhm. Einfach mal in eine Kunstgalerie gehen und dann immer so ganz wichtigkeitsgeschwängert den Kopf schief legen. So. Hm. Und dann so den Finger, die Finger ans Kinn. So. Hm. Ja. Hm. Aber in Joggingbuchse, bitte. ja. Wir sehen schon, dass Davy Jones auch hier ist. Ja. Ja, sehr schön. Oh Gott, ich muss mir damit auf. Das sah auch sehr schön. Eigentlich sind die Bilder sehr cool. Ich habe vergessen, wie der Schlurfer aussieht. Aber ich glaube, das wird man uns schon zeigen. Hm, ja, auch schön. Mhm. Das ist doch auch von Sarah. Also alles, was so abstrakt aussieht, ist von ihr. Das ist nicht von ihr. Das ist von Pikmin. Daniel in the Lion's Den. Oh. Daniel in der Löwengrube. Das ist was Religiöses. Das hat keinen Namen. Ah ja, da hinten ist er. Ich habe ihn erspäht. Das... Was ist das? Return of the Ark to Bethshemesh. Aha. Saul's Conversion. Aha. Aha. Sind die miteinander verwandt? Oh, ein Eisbär, der eine Robbe tötet. Das ist zumindest Natur. Warum sind hier so viele Versteckschränke? Die machen mich echt nervös. Hm. Hm. Ja, sehe ich genauso. Hm. Hi.
Die könnte ja eigentlich hübsch sein. Das ist Ariel. Die Meerjungfrau. Da ist die Tafel nochmal ein Gruß. Aber sind das fluoreszierende Pflanzen oder Algen, dass das so leuchtet? Why was he so interested in old weapons? Tja. Das könnte ich noch jemand anderen fragen. Hm, ja, du bist aber hübsch. Hm, das ist einfach nur ein... Ach so, da ist das, da ist die Tafel drin. Warum hat man die Tafel denn nicht befreit? Also da rausgelöst, da auch. Die steckt da drin. Okay. Ja, wir sind ja gleich durch. The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Mhm. Der hat hier bestimmt auch schöne Abende mit elitärem Volk gehabt. So schön mit einem Sektchen und dann vor diesen ganzen Skulpturen alle stehen so, ja, mhm. Und die ist schön. Die ist schön. Die mag ich. Der kann auch was. So. Sieht auch... Also an sich ist die Idee eigentlich total geil, alte historische Elemente zu nehmen und sie auf diesen Mythos, den wir hier ja thematisch behandeln, anzupassen. Ja, also das sind alles Sphinx, so eigentlich aus der ja ganz alten ägyptischen Zeit und das dann so mit diesem Monster-Aspekt reinzuarbeiten, finde ich eigentlich ganz cool. Haben wir dich schon gesehen? Ja, ja, die Arche von Schlag mich tot. Das ist auch von Sarah. Kann ich jetzt nicht so viel erkennen, aber gut, da ist ein Globus. Du hast... Was machst du denn? Junge, das ist aber nicht gut, dass du die Ente da ermordest. Die arme Ente. Ah, dich gibt's auch nochmal in groß, okay. Und den Eisbären gibt's auch nochmal in groß. Den Flügel haben wir gesehen, da kamen wir her. Ja, dann bleibt ja nur noch das Bild, ne? Oh, was soll ich denn damit machen? Ach, für die Lampe. Na gut, die brauche ich ja jetzt hier nicht so, ne? Aber eine Walze haben wir auch noch gar nicht gefunden. Werden wir nochmal zu den Sanders kommen? Moment, bevor ich das Bild angucke. Aha. Mit weit weniger Talent gesegnet als Sarah Hawkins, zeichnete Sanders einen verdreht aussehenden Dolch bis ins kleinste Detail. Den Handschutz ziert ein merkwürdiges esoterisches Symbol, das in seiner Korrespondenz mit Sarah öfter auftaucht. Hm, das ist auch das, was wir... wir auch in dem Buch gesehen haben. So, das ist der Schlurfer. Scheiße. Okay, 3, 2, 1. Thank you.
willst du mich verarschen? What the hell was that? Der ist doch immer noch hier. Oh Gott. Was ist der denn? Der reagiert auf Geräusche. Aha. Oh, Schrank. Schrank. Hier waren doch 10.000 Schränke. Hallo, duck dich. Was ist der denn? Ja, ja, halt mal die Luft an, Kollege. Oh.